Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Approximation mit Fourierreihen. Beim letzten Mal haben wir die Dirichlet-Kerne eingeführt und bewiesen, dass sie gerade 2π periodisch und stetig sind. Jetzt wollen wir ein paar andere Darstellungen der Dirichlet-Kerne herleiten, die halt manchmal nützlich sind, je nachdem, was man gerade zeigen möchte. Und diese Darstellung sammeln wir in, was ist nun Lemma? In Lemma 2.3. Es gilt. Das ist jetzt eine sehr simple Aussage. Es gilt einfach, es gilt die Gleichheit zwischen verschiedenen Darstellungen. Nämlich dn von u ist gleich. Und jetzt kommt eins, was nicht überrascht. Das sind einfach die Definitionen. Das ist der Sinus von 2n plus 1 u halbe geteilt durch den Sinus von u halbe. Das ist das gleiche wie die Summe von k gleich minus n bis n e hoch i mal ku. Und das ist das gleiche wie 1 plus 2 mal die Summe k gleich 1 bis n über Cosinus von ku. Was zumindest erstmal auf den ersten Blick nicht großartig aufstoßen sollte, weil hier addieren wir halt ganz viele gerade Anteile aufeinander. Da kriegen wir hinterher eine gerade Funktion raus. Das passt. Gut. Ich habe übrigens, glaube ich, in der letzten Folge irgendwas davon gesagt, dass die Sinus und dass die beiden Funktionen hier Zähler und Nenner gerade sind, sind natürlich ungerade. Ja, dadurch kann ich das minus 1 rausziehen und dadurch cancelt es sich weg. Nur das war die Argumentation. Vielleicht nochmal, ich weiß es gerade nicht mehr hundertprozentig aus dem Kopf, aber das ist halt hier der Hergang. So, ja, der Beweis ist nicht großartig schwierig, aber ein bisschen rechenlastig. Das heißt, hier werden jetzt nochmal so ein paar. Ja, einfach Rechentechniken geübt, würde ich einfach mal sagen. Und das ist einfach, zieht sich ein bisschen in die Länge. Also, fangen wir mal an. Wir wollen irgendwie erstmal darauf hinaus, dass wir hier hinten diese Gleichung zeigen, dass Sinus von 2n plus 1 halbe u halbe durch Sinus u halbe das gleiche ist wie der hintere Teil. Ich hoffe, ich habe das im Skript schon gedreht, weil ich habe hier Dingen dran stehen. Ja, also eigentlich, ja, genau, geh halt in GeoGebra rein. Ich nicht, warum er das jetzt gemacht hat, aber gut. Also eigentlich ist es schlauer, das andersrum aufzuschreiben, was ich auch im Skript, also in dem Tech-Skript gemacht habe. Aber hier offensichtlich noch nicht. Beziehungsweise ich habe es nicht nachträglich nochmal in die handschriftlichen Notizen übernommen. Auch nicht schlimm. Das heißt, dieser Abschnitt 1 hier bezieht sich jetzt gleich auf diese Gleichheit und dann gibt es noch einen Abschnitt 2, der sich auf diese Gleichheit bezieht. So, und jetzt ist es einfacher, eine Zwischenbehauptung zu zeigen. Und zwar die Identität 1 plus Sinus von 2n plus 1 u halbe durch Sinus u halbe. Es ist einfacher zu zeigen, dass das gleiche ist wie 2 mal die Summe von k gleich 1 bis n Cosinus von ku. So, warum? Ja, weil das hier ist nämlich äquivalent zu der 2-2-Variante. Das zu sehen, muss man kurz einmal nachrechnen. Also es ist einfacher, das hier zu zeigen. Und diese ist nämlich, oder diese Identität ist nämlich wegen folgender Rechnung äquivalent. Wenn ich diese Summe hier hinten ausnudel, hier muss k gleich 0 stehen. Wenn ich das hier ausrechne, dann kann ich ja den nullten Summanden mal rausziehen. Das heißt, ich lasse die Summe jetzt nur noch von 1 bis n laufen und ziehe mir hier eine 1 raus, also Cosinus von 0. Dann ist das hier das gleiche wie 2 mal Summe k gleich 1 bis n Cosinus von ku plus 2. Das heißt, ich kann diese 1 hier auf die andere Seite bringen und dann habe ich genau 1 plus 2 mal Summe k gleich 1 bis n über Cosinus k von k mal u. Das heißt, das ist tatsächlich äquivalent zu diesem 2,2. Ja, und das nachzurechnen, ja, es ist jetzt einfach ein bisschen eklige Rechnung, ne? Also der generelle Punkt ist, wir nehmen jetzt dieses 1 plus Sinus von sonst was und ersetzen erstmal alle Sinustherme durch die komplexen Repräsentationen.
Zwar fangen wir folgendermaßen an. Wir lösen erstmal dieses U halbe auf, indem wir das halbe in die Klammer vorne reinziehen, oben. Das erlaubt uns gleich so ein bisschen übersichtlicher das Ganze zu handhaben. Damit landen wir dann erstmal bei Sinus von n plus 1 halb mal U geteilt durch Sinus von U halbe. So, und jetzt kommt halt ein bisschen was Ekelhaftes. Jetzt ersetzen wir halt diese Sinustherme durch die zugehörigen komplexen Darstellungen. Das ist halt naturgemäß jetzt ein bisschen blöd, weil das halt länglich wird. Dann kommt hier oben im Nenner, im Zähler kommt e hoch i mal n plus 1 halb mal u minus e hoch minus i mal n plus 1 halbe mal u raus mit diesem Stützfaktor 1 durch 2i, der dem Sinus innewohnt. Und unten im Nenner haben wir eben 1 durch 2i mal e hoch i mal u halbe minus e hoch minus i mal u halbe. So, und jetzt ist der Trick, dass man einen e hoch minus i u halbe ja sozusagen rauszieht. Oben und unten. Ja, also zunächst mal eine Vereinfachung ist halt, dass 1 durch 2i kürzt. Das ist klar. Ja, und was dann passiert ist, 1 plus bleibt stehen. Und jetzt können wir eben den e hoch minus i mal u halbe ausklammern. Ein Zähler und Nenner. Das heißt, wir haben irgendwie hier e hoch minus i u halbe durch e hoch minus i u halbe. Ja, was bleibt denn dann im Zähler und im Nenner stehen? Naja, im Zähler oben, da bleibt stehen e hoch i mal n plus 1 u, weil wir ja ein halb u dazu kriegen. Und dann hinten genauso, da zieht sich nur ein halb u raus. Das heißt, hier haben wir dann entsprechend e hoch minus i mal n u. So, und hier unten im Zähler, im Nenner haben wir dann e hoch i mal u minus 1. So, warum machen wir das? Ja, zum einen, weil dann das hier wegfällt, logischerweise. Und zum anderen ist das hier hinten Ergebnis einer geometrischen Reihe. Ja? Denn das ist einfach 1 plus, nur ein bisschen hinbasteln, nämlich e hoch minus i mal nu müssen wir noch rausnehmen. Aber dann steht hier hinten die Summe k gleich 0 bis 2n. Habe ich geometrische Reihe gesagt? Stimmt nicht ganz. Das ist halt so eine geometrische Summenformel. Ne? Und dann steht hier e hoch i k u. So. Also das ist geometrische Summenformel. Ja? Muss man kurz sich vielleicht einmal noch mal in Erinnerung rufen. So, was wir jetzt machen als nächstes, sind einfach ein paar algebraische Manipulationen. Zum ersten Mal ziehen wir das e hoch minus i n u hier mal rein. Das heißt, das ist 1 plus die Reihe k gleich 0 bis 2n. Und jetzt haben wir eben nicht mehr e hoch i k u, sondern haben e hoch i k minus n mal u. So. Jetzt teilen wir diese Summe auf und lassen es halt einmal bis n laufen und dann fassen wir die anderen n-Summanden nach hinten zusammen. Also, die ersten n heißt k gleich 0 bis n. Und dann die anderen n Stück ist dann k gleich n plus 1 bis 2n e hoch i mal k minus n mal so. In der vorderen Summe hier, da ändern wir jetzt die Summationsreihenfolge. Und in der hinteren Summe machen wir eine Indexverschiebung. Also hier vorne Summationsreihenfolge umdrehen. Das hat zur Folge, dass oben das Minus verschwindet. Und hier hinten, hier machen wir eine Indexverschiebung um n plus 1 nach unten, damit wir da wieder eine Summe haben, die bei 0 startet. So, was hat das zur Folge? Naja, hier steht 1 plus die Summe k gleich. Entschuldigung, um n nach unten. Eine Summe k gleich 1 bis n, e hoch i k u. Ne, wenn ich hier um n nach unten verschiebe, wird hier eine 1 stehen, hier ein n und hier ein i k u. Das ist also der orangene Teil. Und dann kommt dazu, jetzt haben wir hier hinten die Summationsreihenfolge getauscht.
Das ändert sich natürlich nicht in den Grenzen, sondern das ändert sich darum, dass ich hier andersrum durchzähle. Das heißt, hier steht jetzt E hoch minus i k u, ne, durch die Summationsreihenfolgenvertauschung. Und das sieht schon mal ganz vielversprechend aus, ne, weil hier haben wir schon mal so eine Ahnung wieder zu, wie dann das irgendwie auf den Kosinus zurückkriegen könnte. So, jetzt ist folgender Fall noch, das hier. Welche Farbe nehmen wir denn da mal? Das hier, das ist gerade gleich e hoch 0. Und e hoch 0 ist aber natürlich gerade e hoch i mal k, ja, e hoch i mal 0 mal u. Das ist also gerade der nullte Summand dieser vorderen Reihe oder dieser vorderen Summe. Das heißt, ich kann hier k gleich 0 schreiben und dann kann ich die beiden Summen zusammenziehen. Das heißt, ich lande dann bei der Darstellung Summe k gleich 0 bis n e hoch iku plus e hoch minus iku. Und das ist im Wesentlichen ein komplexer Kosinus. Ich muss ihn nur noch mit der 2 irgendwie dazuziehen. Das heißt, ich erweitere das Ganze mal mit 2 und nehme die innerhalb der Summe wieder raus. Und jetzt steht hier tatsächlich der Kosinus. Von KU, weil das halt die komplexe Variante des Kosinus ist. Und das Ganze gilt für alle U aus R ohne Vielfache von 2 Pi einer ganzen Zahl. So. Das habe ich hier oben wieder ein bisschen verschluckt. Diese Darstellung hier gilt für U aus R ohne ein Vielfaches von 2k Pi. Ja, weil in den Stellen ist halt hier der Bruch, oder ist das Ding zwar definiert, im Sinne von, dass wir hart hingeschrieben haben, dass da eben das Ganze rauskommt, aber ich habe nicht nachgeprüft, ob das für die Stellen hier auch funktioniert. Sollte, ist aber auch eigentlich relativ egal. Da fehlt noch ein K hier unten. So. Gut, damit haben wir quasi den ersten Teil oder diese erste Gleichheit bewiesen. Ne? Also wegen 2 Stern ist der erste Teil fertig. So, jetzt kommt der zweite, also die zweite Gleichheit. Die ist jetzt aber schöner, weil die lässt sich auf die erste zurückführen. Also nochmal vielleicht nach oben gescrollt. Was wollen wir da jetzt zeigen? Wir wollen zeigen, dass dieses 1 plus 2 mal die Summe der Kosinus gerade ist so eine Summe von k gleich minus n bis n über e hoch iku. So, und das lässt sich jetzt auf 1 zurückführen. Also wir rechnen. Die ist jetzt auch deutlich kompakter, die Rechnung. Wir fangen mal von hinten an, wo wir hinwollen. K gleich minus n bis n, e hoch iku. Ist tatsächlich relativ egal, ob ich da minus iku reinschreibe, weil wir symmetrische Grenzen haben. Jetzt teile ich diese Summe wieder auf. Und zwar lasse ich die einmal laufen von minus n bis minus 1, e hoch iku. Und dann nehme ich mir die restlichen von 0 bis n, e hoch iku. So, und jetzt mache ich wieder Folgendes. Jetzt stürze ich sozusagen die Summationsreihenfolge und mache hinten, ja, im Wesentlichen lasse ich die hintere stehen. Ich nehme nur den nullten Summanden raus, weil ich dann beide Summen von 1 an habe. Also 1 plus, also 1 ist der nullte Summand, weil ich ja wieder k gleich 0 setze. 1 plus Summe k gleich 1 bis n, e hoch iku. Das ist jetzt einfach nur eine Umschreibung hinten dieser Summe. Und dann. Und jetzt stürze ich wieder die Summationsreihenfolge, dann kriege ich raus die Summe k gleich 1 bis n e hoch minus iku. Da werde ich einfach andersrum durchlaufen. So, was ich jetzt mache, ist, ich fasse einfach hier hinten die Summen zusammen. Das seht ihr wieder nicht, ne? Ich fasse hier hinten die Summen zusammen. Und erweitere das Ganze wieder mit 2. Dann kriege ich nämlich wieder diese Kosinusform hin. Also 1 plus 2 mal. So, wenn ich hier vorne ein 2 mal hinschreibe, muss ich hier drin mit 1/2 korrigieren. Und dann steht hier wieder e hoch iku plus e hoch minus iku. So. Und das hier ist wieder die Darstellungsformel für den Kosinus.
Und da haben wir ja gerade in 1 schon nachgerechnet, dass das das gleiche ist wie dn von u. Für alle u aus r ohne diese Vielfachen von 2k pi einer ganzen Zahl. Gut. Ich habe hier unten kurz gerade was geändert, weil hier stand 2 Pi mal K mal Z. Das ist vollkommen Quark, weil 2K Pi sagt ja gerade, okay, das K kommt aus irgendwas, also K aus Z oder 2 mal Pi mal Z. Diese Einschränkung ist tatsächlich nicht notwendig. Ich habe nämlich gerade noch mal kurz ein bisschen nachgerechnet, weil mir das ein bisschen, bisschen komisch vorkam. Das ist jetzt ein bisschen wirr, aber ich leite euch da kurz durch. Wenn ich U gleich 2K Pi setze für irgendein K aus den ganzen Zahlen, dann weiß ich, okay, mein dn von u ist definiert als 2n plus 1, so hatten wir es gesetzt. Wenn ich die mittlere Darstellung nehme, dann muss ich ja einsetzen 2 mal Summe k gleich 1 bis n, Cosinus von k mal 2k hoch pi. Cosinus von k mal 2k hoch pi ist aber minus 1 hoch 2k Quadrat. Das ist immer gerade. Ja, das heißt, da steht immer eine 1 und wir haben n Summanden. Das heißt, da steht 2 mal n. Wenn ich dann die 1 noch da drauf rechne, dann kommt genau das Richtige raus, nämlich 2n plus 1. Das passt also. Und hier hinten in der Darstellung, naja gut, da setze ich dann für das u 2k pi ein. Dann habe ich hier diesen Teil stehen. Dann nehme ich die Eulersche Formel, entwickle das hier einmal in Cosinus und Sinus. Sinus von 2k Quadrat pi ist wieder Sinus von einem Vielfachen von pi, ist 0. Und Cosinus von 2k Quadrat Pi ist einfach minus 1 hoch 2k Quadrat. Und das ist wieder immer gerade. Das heißt, ich habe hier immer eine 1 stehen und davon 2n plus 1 Summanden. Das heißt, ich kriege hier 2n plus 1 raus. Das heißt, in der Tat können wir diese Voraussetzung hier komplett streichen und sagen, okay, das gilt für u aus r. Und der Beweis, dass das geht, der steht quasi hier in Rot. Könnt ihr euch vielleicht nochmal selber ein bisschen schöner für euch aufschreiben, wenn ihr das machen wollt. Ich muss mir nur jetzt einen Strich ins Heftchen machen, dass ich das im Skript auch nochmal ändere. Ne, dass das irgendwie vielleicht auch als Übungsaufgabe hervorgeht. Gut, damit sind wir ein bisschen über die Zeit. Ist aber nicht schlimm. Das nivelliert sich ja aus. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.